Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir mal darüber, wie du dir ein Audit-Praktikum sichern kannst im ersten, zweiten oder dritten Semester. Audit ist ja relativ beliebt, schon früh im Studium, weil du dort einen guten Überblick bekommst über Jahresabschluss und die einzelnen Buchungslogiken. Man lernt unterschiedliche Mandate kennen aus verschiedenen Branchen und lernst natürlich auch die Prozesse eines Unternehmens kennen, das heißt Einkauf, Verkauf, Vertrieb und so weiter. Und es qualifiziert dich auf jeden Fall auch für weitere Praktika, unabhängig jetzt davon, ob du langfristig oder kurzfristig in der WP bleiben willst, wenn du dann beispielsweise ins Transaktionsumfeld willst. Da sind natürlich immer Accounting-Kenntnisse wichtig und deswegen sprechen wir heute darüber, wie du schon relativ früh an ein Audit-Praktikum kommst. So, du bist jetzt beispielsweise 18 bis 20 Jahre alt im ersten, zweiten Semester und denkst dir, okay, wie komme ich jetzt zu den Big Four, zu den Next Ten oder egal zu welcher WP in deiner lokalen Stadt. Die erste Möglichkeit offensichtlich, du musst natürlich dich erstmal bewerben über das Karriereportal. Vor allem für Leute, die vorher schon mal im kaufmännischen Bereich gearbeitet haben, entweder durch eine Ausbildung oder eine Werkstudententätigkeit im Bereich Accounting, Controlling oder Steuern, dann sollte das auf jeden Fall direkt möglich sein, da eine Einladung zu bekommen. Wenn du jetzt aber merkst, okay, du hast diese Vorerfahrung nicht, dann kommen vielleicht nur Absagen auf dich zu, dann würde ich eher zu Variante 2 raten. Und Variante 2, da musst du dir halt ein bisschen anders behilflich sein. Da ist nämlich eine sehr gute Option, wenn du beispielsweise ein Tagespraktikum in der Wirtschaftsprüfung machst. Da gibt es online eine Seite, werde ich euch unten auch verlinken, vom Institut der Wirtschaftsprüfer. Das nennt sich Expedition Wirtschaft. Und da könnt ihr eben an verschiedenen Standorten für einen Tag ein Tagespraktikum machen. Da gibt es auch die Big Four, die Next Ten und kleinere Gesellschaften. Und dort könnt ihr dann mal mit den Wirtschaftsprüfern, mit Senioren, Kollegen einen Tag mitlaufen, denen ein bisschen über die Schulter schauen und eure ganzen Fragen stellen. Und da würde ich euch einfach mal empfehlen, zu 2 bis 3 verschiedenen Tagen hinzugehen. Ich würde auch schon direkt mit der klaren Motivation reingehen, dass ihr da mit den Leuten Kontakt knüpfen wollt und euch für Praktika eben empfehlen wollt. Und wenn ihr da mit den Leuten gut matcht, dann könnt ihr vielleicht direkt über den Weg eure Bewerbung platzieren an den Manager oder Partner und müsst nicht den Weg über HR gehen, weil da ist oftmals die Gefahr, dass die Bewerbungen untergehen oder die euch direkt zur Seite schieben, wenn die halt sehen, dass ihr noch so früh im Studium seid und noch nicht so fortgeschritten seid. Deswegen da meine klare Empfehlung, macht auf jeden Fall ein Tagespraktikum und versucht da euer Glück. Der nächste Punkt hängt auch damit zusammen, nämlich das ganze Thema, ihr müsst generell auf Karriere-Events gehen. Das heißt, es gibt entweder von so Karriereplattformen, ich nenne jetzt hier nicht die Namen, aber es gibt sehr viele Plattformen, die verschiedene Online-Events veranstalten, aber auch Consulting-Dinner, abendliche Events, irgendwelche Cocktail-Mix-Events oder Sportveranstaltungen oder auch fachliche Case-Studies. Und meist sind dann da 2 bis 3 Firmen vor Ort oder es gibt halt einzelne Events von einzelnen Firmen, wo du dich dann direkt mit den Leuten austauschen kannst. Und vor allem diese Case-Study-Events werden meistens schon vor dem Hintergrund gemacht oder generell alle Events, dass sie da Leute rekrutieren wollen. Das heißt, wenn du da eine gute Performance hinlegst, einen guten Eindruck machst und dann nachher beim Essen, bei den Getränken, also in der Abendsession, dann auch einen sympathischen Eindruck machst und die halt sehen, dass man sich mit dir gut unterhalten kann und Zeit verbringen kann, dann wirst du einem möglichen Praktikum auf jeden Fall auch näher kommen. Und für solche Case-Study-Events könnt ihr allgemein bei den Big Four, bei den Next Ten auf den Karriereseiten vorbeischauen. Da gibt es dann so einen Eventkalender mit den einzelnen Themen. Das gibt es nicht nur für Audit, sondern auch für M&A, Deal Advisory, Restructuring, Tax und so weiter. Und in der Regel werden bei solchen Events dann auch die Reisekosten übernommen. Das heißt, Fahrtkosten für Zug, Auto und gegebenenfalls auch Übernachtung, wenn ihr von weiter weg kommt. Das heißt, so oder so ist das auf jeden Fall eine Top-Möglichkeit. Und es gibt natürlich auch noch Get-Together-Events an euren Unis, Fakultäten. Oftmals gibt es ja Professoren, die dann irgendwelche Flyer auf euren Online-Seiten bzw. auf den schwarzen Brettern teilen oder irgendwelche Fachschaftsräte bzw. studentische Unternehmensberatung, die dann Kontakt herstellen mit irgendwelchen Unternehmensberatungen bzw. Big Four-Gesellschaften, WP-Gesellschaften. Das heißt, nutzt da wirklich die Möglichkeit und geht auf so viele Events wie möglich. Der nächste Punkt ist das Thema Accelerated Internship. Das gibt es aktuell bei einer Big Four-Gesellschaft. Wenn ihr googelt, findet ihr relativ leicht heraus, um welche Big Four es sich handelt. Und das ist ein Programm für Studierende, so eine Art Praktikum bzw. Werktätigkeit in einer Light-Version. Das heißt, extra für Leute, die sich noch am Anfang befinden. Und da unterstützt man auch schon das Projektteam. Bei einer Abschlussprüfung hat wahrscheinlich weniger Kundenkontakt und auch jetzt nicht die anspruchsvollsten Aufgaben. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Einstiegsmöglichkeit. Und wenn ihr da gut performt, euch mit den Leuten gut versteht, könnt ihr euch auf jeden Fall auch für Folgepraktika easy empfehlen und habt da direkt schon mal den Fuß in der Tür. Und fünftens, wenn du dann die Einladung bekommst zu einem Interview, musst du dich natürlich ausreichend vorbereiten. Ja? Im Audit für ein Praktikum wird dich jetzt kein Hexenwerk abgefragt, es werden keine unmenschlichen Sachen gefragt, aber
Du musst auch keine Case Study oder so lösen, aber du musst halt einfach die Basics zum Jahresabschluss können. Wie funktioniert die Buchungslogik und so ein paar WP-spezielle Sachen musst du natürlich auch drauf haben. Aber da habe ich auf meinem Kanal schon sehr viele Videos hochgeladen. Ich habe auch ein ausführliches PDF-Dokument zur Vorbereitung für euch erstellt. Das findet ihr alles unten in der Beschreibung und das könnt ihr euch alles easy runterladen und dann schon mal euch auf die Interviews vorbereiten. Und der letzte Punkt, damit du überhaupt durch das Bewerberportal durchkommst oder durch die Bewerbung bei dem Manager, brauchst du natürlich einen guten Lebenslauf, das heißt einen strukturierten CV. Da habe ich auch in der Beschreibung unten eine gute Vorlage verlinkt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, könnt ihr schon was vorweisen an Erfahrung oder eben nicht. Aber schreibt doch ruhig erstmal eure Ferienjobs, Nebenjobs, eure ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Initiativen aus der Uni rein. Und wenn ihr dann erste relevante Erfahrung habt, könnt ihr das dann sukzessive rauskicken. Aber genau, schreibt dann erstmal alles rein, was ihr habt, damit der auch gut gefüllt aussieht. Und ganz wichtig, konkretisiert doch eure Angaben in den Bullet Points, das heißt in den Tätigkeitsbeschreibungen. Ihr solltet eure Tätigkeiten so exakt wie möglich darstellen und möglichst auch quantitativ, das heißt mit Zahlen untermauern. Je nachdem, in welcher Ausgangslage du dich jetzt befindest, könnt ihr ruhig euer Glück dann versuchen über eine der Varianten. Ich würde sagen, am Anfang schadet es nicht, auch mal über das Bewerberportal das Glück zu versuchen. Wenn ihr dann aber merkt, okay, da kommt jetzt durchweg nur schlechtes Feedback oder halt nur Absagen, dann müsst ihr euch halt anders behilflich sein über die Tagespraktika, die Events oder diese Accelerated-Sachen. Aber glaubt mir, wenn ihr euch das wirklich vorgenommen habt und da wirklich Zeit reinsteckt und Effort reinsteckt, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Zusage bekommen. Es gibt 4 Big Fours, es gibt 6 weitere Next Tens, dann gibt es nochmal mindestens 10 weitere große WP-Gesellschaften und noch viele lokale kleine WPs bei euch in der Nähe. Das heißt, wenn ihr da 4 bis 5 Events besucht, einige Bewerbungen rausschickt, dann noch auf LinkedIn dem einen oder anderen Manager mal eine Nachricht schreibt, wenn ihr seht, dass die irgendeine Praktikantenstelle bewerben in einem LinkedIn-Post, dann könnt ihr auch ruhig mal so in Anführungszeichen frech sein und denen mal direkt darauf antworten und fragen, können wir uns mal vielleicht für eine halbe Stunde austauschen über die Einstiegsmöglichkeiten als Student. Und mehr als Nein können die, wie gesagt, auch nicht sagen. Aber wenn ihr da wirklich viel probiert, werdet ihr auch mindestens 1 oder 2 Zusagen bekommen. In dem Sinne, ich denke, jetzt steht eurem nächsten Audit-Praktikum bzw. einer Werkstudententätigkeit nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Bewerbungen. Gebt mir ruhig Feedback in ein paar Wochen bzw. Monaten, ob das geklappt hat in den ersten 3 Semestern oder ob ihr trotzdem noch ein paar Schwierigkeiten habt. Wie gesagt, ladet euch auf jeden Fall auch den CV und auch die Dokumente zur Vorbereitung runter. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace.